Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute war ich bei Rossmann und dieses Video wird mein Haul. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich muss schon sagen, im Rossmann ist der Frühling eingezogen. Also es sah alles auch schon so von den Verpackungen her, alles wird bunter, alles sieht einfach irgendwie schöner aus. Da kauft man doch auch irgendwie viel lieber ein. Ja, und zack, war der Warenkorb voll. Es ist deutlich mehr geworden, als ich eigentlich wollte. Eigentlich wollte ich nur für ein Tauschpaket, was bald ansteht, shoppen gehen. Da haben wir gesagt, ja, so ungefähr 50 Euro wollten wir machen. Und dann so unter dem Thema Frühlingspflege. Aber irgendwie ist es doch mehr geworden. Ja, ich fange einfach mal an. So, und es gibt auch noch im Video eine Verlosung. Also, wenn du wissen willst, was du gewinnen kannst, dann bleib einfach dran. Klopapier durfte mit. Natürlich war ich auch mit meiner Rossmann-App shoppen, ne? Nur mal so. Und habe dann auch immer wieder Prozente gekriegt. Das heißt, ich blende hier zwar immer die Werte ein, aber zum einen habe ich 20% auf alles bekommen. Und zum anderen habe ich dann auch noch manchmal irgendwie so Aktionen bei den Artikeln gehabt, wo ich aber jetzt natürlich nicht genau weiß, bei welchem Artikel welche Aktion war. Und ich blende dir auch so ein paar Sequenzen ein, weil ich habe auch so ein bisschen gefilmt mit meinem Handy. So minimal Live-Haul-mäßig, ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall habe ich dieses wunderschöne Toilettenpapier dort gefunden. Das ist nicht nur mit Frühlingsmuster, mit so Schäfchen drauf, wenn man das so sieht, ne? Da sind so Schäfchen drauf, sondern auch mit Frühlingsduft. Und ja, braucht man sowas? Eigentlich nicht, ist ja letztendlich für ein... Aber ich habe es mitgenommen. Wir brauchten Klopapier und ja, es riecht auch etwas frisch, ja. Klopapier halt. Dann habe ich hier so ein Staubwischer-Set mitgenommen. Das ist von Flink und Sauber. Das ist eine Eigenmarke von Rossmann. Und hier siehst du es eigentlich am besten. Das ist so ein langes Moped und dann sind da so Tücher dran. Und ich habe mir gedacht, das wäre doch vielleicht eine coole Sache, das mal zu benutzen. So unter Schränken, unter Betten. Wir haben zwar den Bobby, den Roboter, der hier so rumfährt und alles sauber macht, das brauchst du bei unserem Hund auch einfach, weil der hart echt dermaßen. Aber ich dachte, das hier kann man vielleicht auch ganz gut gebrauchen. Mal schauen. Also für oben auf den Schränken drauf haben wir auch gerne mal so einen Swiffer oder sowas. Und das hier war einfach mal eine günstige Alternative und es hatte auch irgendwelche Rabatte und Prozente und dann musst du das einfach mal mit. Einen Weichspüler brauchten wir und da habe ich mich für den Comfort Intense Weichspüler Fresh Explosion entschieden. Ich teste mich ja gerne durch und probiere neue und unterschiedliche Düfte einfach mal aus. Und den von Comfort Intense hatten wir, glaube ich, noch nie. Und ich fand das hier oben eigentlich ganz niedlich, ne? Also so einen niedlichen kleinen, wie das hier oben drauf ist, habe ich noch nie vorher gesehen. Aber irgendwie ist das hier auch schon ein bisschen, ich weiß nicht, ob das in meinem Auto passiert ist oder, naja, egal. Es riecht auf jeden Fall echt schön frisch und ja, da freue ich mich drauf, den zu benutzen. Das wird gut. Dann habe ich noch ein neues Waschmittel mitgenommen von Burti. Das ist Burti Color für farbige und bunte Textilien. Die haben wir. Bewährte Aktivformel, Farbschutz und Leuchtkraft. Jo, ne? Auch da gab es irgendwie einen Coupon für und deswegen durfte das auch mit. Und ja, ich mag das irgendwie gerade, dieses Blaue, dass man halt so eine Frühlingsfrische vielleicht dann hat. Ja, das riecht jetzt nicht so geil, ne? Aber mal gucken, wie dann die Wäsche damit riecht. Bei dem Produkt habe ich mich anfixen lassen von der lieben Franka vom Kanal Frankas Favorites. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ich habe dir heute Morgen noch geschrieben, dass dass ich dein Video geschaut habe und ich danach dann direkt einkaufen gefahren bin. Die hatte sich auch diesen Frosch Spiritus Glasreiniger geholt und hat gesagt, dass man den wohl empfehlen könnte, beziehungsweise, dass sie den selber nachgekauft hätte, weil andere den empfohlen haben. Ja, deswegen habe ich den jetzt auch einfach mal mitgenommen und wollte mal gucken, ob der wirklich so super exorbitant großartig ist. Mal gucken. Als nächstes habe ich von 00 WC Aktivgel. Das habe ich mir mal irgendwann nachgekauft, weil die liebe Sabrina vom Kanal Real Sweet Sunny den immer mal wieder empfohlen hat, weil sie den selber auch mal empfohlen bekommen hat. Und ich muss sagen, das ist mittlerweile auch mit der beste, den ich so bislang hier in Verwendung hatte. Also der ist wirklich, der riecht gut, der macht halt alle irgendwie sauber und ich fühle mich damit auch gut. Also von daher kaufe ich mir den auch immer wieder nach. Das hier ist jetzt Fresh Green. Also ich habe sonst das Blaue, aber das ist jetzt das Grüne. Blau hatten die irgendwie nicht mehr. Und da war ein Aufsteller, wo es irgendwie nur noch das Grüne gab. Und dann habe ich das Grüne halt mitgenommen. Mensch, was soll's, ne?
Feuchte Allzwecktücher von Domol duften auch mal wieder mit. Das sind die mit Apfelduft und ja, die benutze ich immer mal wieder. Die sind total praktisch, auch für draußen, wenn wir mal eben so über die Gartenmöbel gehen oder so. Kann ich nur empfehlen, die sind gut. Ich mag die von Denk mit, glaube ich, heißen die ja, bei DM. Mag ich eigentlich lieber, aber ich war ja beim Rossmann, also habe ich dann die von Domol mitgenommen, weil bei Denk mit hast du dann auch mal Limited Editions mit anderen Geruchsrichtungen und bei Domol gibt es irgendwie nur Apfel und Zitrus. Bisschen langweilig, aber mit Apfel komme ich auch klar. Noch etwas aus dem Bereich Haushalt habe ich gefunden. Von Domol gab es diese Duftgeschichte, diesen Raumerfrischer für nur 4 Euro, der kostet normalerweise 5 und der soll 10 bis 12 Wochen ein Dufterlebnis geben. Ja, und fand ich ganz interessant und mich hatte dann im Laden tatsächlich auch jemand angesprochen, das war eine junge Frau, die mit ihrem Kind unterwegs war und die sagte, ach, kennen Sie das, haben Sie das schon mal gerochen, riecht das wirklich so intensiv? Ich sage, keine Ahnung, ich habe auch gesagt, ich kann das gerne für Sie aufmachen, ich kaufe das ja sowieso. Nee, muss nicht, sagte sie. Und ja, aber ich wollte es auf jeden Fall mal testen und gucken. Und das ist irgendwie eine Dose. Ich weiß gar nicht, wie man die aufkriegen soll. Ja, und dann hast du hier einfach so eine ziemlich große Flasche und dann diese Duftstäbchen, diese Holzstäbchen mit dabei, die man dann da oben entsprechend reinmacht und dann soll das alles wohl riechen. Das finde ich gut, weil ja, ich wollte jetzt im Sommer nicht so viele Kerzen mehr haben, weil das Ding ist einfach, dass du ja irgendwann das so warm hast, auch hier, ne? Ich habe ja auch immer meine Kerzen an, aber es ist irgendwann so warm, dann willst du gar keine Kerzen mehr anhaben. Und ich finde, da ist sowas im Sommer dann eine ganz gute Alternative. Ich wusste jetzt nicht, in welche Kategorie ich das mit reinnehmen sollte, deswegen packe ich das mal in die Kategorie Haushalt. Ja, auch von einer Eigenmarke von Rossmann habe ich die Store-It-Ladekabel gefunden. Ich glaube, es war das letzte, was es noch für Samsung gab. Ansonsten gab es nur noch iPhones. Ich glaube, hier in der Gegend hast du auch ganz viele, die Samsung-Handys haben und halt keine iPhones. Und ja, deswegen waren die von Samsung fast alle vergriffen. Und das an meinem Bett ist leider irgendwie so ein bisschen Uppe mittlerweile. Das lädt nicht mehr so gut und ich möchte einfach ein zuverlässiges Ladekabel haben. Ich habe mir zwar letztens bei iAction auch welche gekauft, aber das ist jetzt im Wohnzimmer gelandet und das für meinen Freund ist bei ihm am Bett gelandet. Und ich brauchte jetzt auch ein neues Ladekabel für mich. Die Osterdeko war um 50% reduziert. Und da habe ich mir doch einfach mal so ein kleines Körbchen mitgenommen. Das fand ich ganz schön. Das kannst du als Dekokörbchen verwenden oder was auch immer. Da kannst du einfach Sachen reinmachen, ne? Ich finde Dekokörbchen immer toll. Ich verwende sie so selten, aber sie sind toll. Und dann habe ich mir noch ein Sträußchen mitgenommen mit Pfingstrosen. Das wollte ich dann hier hinten in den Hintergrund einmal stellen, weil ja, das jetzt einfach jahreszeittechnisch passend ist und ich fand die Farben schön. Und das hat mal gekostet 2,99 Euro und jetzt für 1,50 Euro, da konnte ich nicht Nein sagen. Ne? Es ist einfach schön. Ich finde das echt schön. Ja. Dann war ich noch ein bisschen in der Food-Abteilung und habe da erstmal 3 verschiedene Müsli-Riegel mitgenommen. Das ist einmal von Enerbio Mandel und Vanille. Das hat sich super lecker angehört. Wollte ich dann einfach mal mitnehmen. Dann der Schokoriegel mit Amaranth. Und ich habe keine Ahnung, wie Amaranth schmeckt. Ich wollte das einfach mal mitnehmen, um es halt zu probieren. Und dann ist mir noch in die Hände gefallen eine Fruchtschnitte Mandel mit Oblaten. Auch das einfach so, weil es gut aussah. Und ich hatte auch Hunger, als ich da war. Ne? Ich hatte da noch nichts vorher gegessen. Und dann habe ich mir einfach die 3 Fruchtschnitten mit eingepackt. Ich mag die eigentlich ganz gerne. Man merkt schon, dass sie gesund sind, wenn man sie isst. Aber ne, wenn ich ungesund essen will, dann esse ich mir halt richtige Schokolade oder ein Corny oder so. Aber sowas esse ich dann halt so ein bisschen Alibi-mäßig zwischendurch, wenn man einfach mal Hunger hat. Dann habe ich mir noch 2 Smoothies mitgenommen. Smoothies, 2 Quetschis von Fruchtbar. Das sind Baby-Nahrungssachen, Claudia, Mensch. Ja, das ist einmal mit Kirsche und mit Banane. Und einmal mit Mango, Orange, Kokosmilch und Banane. Das ist meine kleine Portion Frucht, was ich so gerne auf Arbeit stehen habe. Und dann habe ich noch 2 von Bibi Vita mitgenommen. Das ist einmal Kiwi-Banane in Apfel. Und das ist einmal Pflaume-Cassis in Birne-Banane. So,
Somit haben wir mich auch für die Arbeit gut ausgerüstet. Natürlich habe ich noch ein bisschen an meinen lieben Hund gedacht, an den Sammy. Da gab es was, das fand ich einfach interessant, von Winston. Das ist ja auch, glaube ich, so eine Rossmann-Eigenmarke. Hühnchensnack, Hühnchen gefriergetrocknet. Auch das habe ich eigentlich hauptsächlich mitgenommen, weil ich neugierig war, wie das aussehen soll. Weil es extrem leicht ist und das hört sich echt merkwürdig an. Okay, das ist wirklich winzig klein, ne? Das kannst du dann mehr so nehmen, wenn du mit dem Hund trainierst und ihm das dann so gibst. Aber es riecht nach nichts und es sieht auch aus, als wäre das einfach nur irgendwie... Es sieht nicht appetitlich aus, aber mal gucken. Vielleicht mag er das ja. Wage ich aber zu bezweifeln, um ehrlich zu sein. Etwas, was ihm aber sicherlich schmecken wird, ist Triple Flavor von 8 in 1. Das sind so Kaustangen. Jo, ne? Da mache ich ihm auf jeden Fall eine Freude mit, da bitte sich dran laben können. Long lasting, naja, ne? Gut, das ist für Hunde von 2 Kilo bis 35 Kilo. Ich denke, dass er das aber trotzdem sehr schnell weghaben wird. Das ist mit Rind, mit Schwein, mit Geflügel. Und das sind dann auch alle drei wirklich immer auf einer Stange. Köstliche Kaustangen aus Schweine- und Rinderhaut, umwickelt mit Hähnchenfilet, Entenbrust und Hühnerleber. Ach so, das hier ist in der Mitte Schweine- und Rinderhaut und dann außen drum zu ist dann das Geflügel. Ja gut, wird er mögen. Wird er ruckzuck aufhaben, denke ich mal. Und auch für Sammy, aber aus der Babyabteilung, ist mitgekommen von Baby Dream extra sensitive Reinigungstücher für Gesicht und Hände. Das ist ohne Parfüm und das benutze ich zum Beispiel, um ihm die Ohren sauber zu machen von innen halt. Ne? Das möchte er manchmal haben. Hundehalter wissen, wofür man sowas sonst noch verwenden kann. Aber dafür wird es halt, ne? Für Sammy halt verwendet und gerne aus der Babyabteilung, gerne ohne Parfüme. Das ist, finde ich, ganz gut für ihn. So, dann habe ich gerade was im Bereich der Ernährung vergessen. Und zwar von Alter Pharma habe ich mir die Immunkur mitgenommen. Orthomolekulares Nährstoffkonzept mit Vitamin C, Vitamin D, Zink und Selen als Beitrag für eine normale Funktion des Immunsystems. Das hier sind Immunpullen. So mit Flüssigkeit gefüllt. Die kenne ich auch schon. Das schmeckt so ein bisschen wie Sanostol. Na, mach mich wieder hell. Hallo. wie Sanostol, wer das als Kind mal nehmen musste. Und der Typ, der hier vorne drauf ist, der sieht aus wie ein Kumpel von mir. Liebe Marie, ich glaube, du erkennst gerade deinen Ehemann hier drauf, oder? Aber der ist das nicht. Aber er sieht einfach genauso aus. Und das ist ein super Produkt, was ich euch sehr empfehlen kann, einfach mal so eine 7-Tage-Immunkur durchzuführen, um einfach mal so ein bisschen das Immunsystem anzuregen. Dann war ich noch ein ganz kleines bisschen in der Babyabteilung und habe zum einen einen 360-Grad-Becher von Baby Dream mitgenommen. Der ist ab 6 Monaten und leider ist mir die Verpackung etwas aufgerissen. Das ist etwas doof, aber naja. Ja, das ist halt so ein Becher, da kann das Kind halt wirklich komplett einmal außenrum zu dran trinken. Und wurde mir gesagt, dass es sehr gut sein soll. Also ich, das ist hier mit so einem Saugnapf, keine Ahnung. Steige ich nicht so ganz durch. Mütter verstehen das, glaube ich, etwas mehr als ich. Wird auf jeden Fall demnächst auch mal in ein Babypaket wandern. Genauso wie von Tetisept Kinder Badespaß Blubbersalz Vulkanland. Das fand ich einfach niedlich, wenn auch Kinder oder ja, Kinder vor allem, ne, in der Badewanne sind und da einfach so ein bisschen Badesalz mit drin haben und das alles ein bisschen bunter ist und ja, Spaß. Dann habe ich ein paar Pflegeprodukte gekauft. Die habe ich jetzt für mich gekauft. Ich zeige euch am Ende, glaube ich, dieses Mal tatsächlich die Sachen, die ich fürs Tauschpaket geholt habe, weil der Tisch hier so voll ist. Zum einen habe ich hier Fußwohl Hornhautentferner Socken gefunden. Ich wusste gar nicht, dass Rossmann die auch hat. Also ich kenne die ja von Balea, ich kenne die von Summerfood, die ich ja auch mit euch zusammen getestet habe. Zu beiden habe ich ja schon ein Video gedreht und ich finde, Fußwohl darf jetzt auch mal. Und ja, das würde die ganze Geschichte auf jeden Fall mal abrunden. Fühlbar weichere Haut innerhalb von 2 Wochen. Ich gucke mal, ob ich das jetzt mache oder besser nicht, weil das Ding ist ja, dass es jetzt gerade schön ist und ich jetzt eigentlich auch gerne offene Schuhe trage. Ja, muss ich mal gucken. Oder ich mache das halt zum Winter hin, ne? So,
Dann habe ich noch ein neues Duschgel gefunden. Ich weiß nicht, ob ich das selber verwenden werde oder ob ich es weitergebe, weil ich habe eigentlich echt viel Duschgel da. Von Isana Duschgel Don't Worry, Be Happy für spürbar sanftere Haut. Das ist eine Limited Edition und die musste einfach mit aufgrund dieses Be Happy. Ja, sowas reizt mich einfach, ne? Und es riecht unheimlich toll nach Honig. Das habe ich auch im Laden gerochen. Das ist echt schön und ich finde, die Verpackung sieht sehr, sehr edel aus, sehr schön. Hat mir echt gut gefallen und deswegen durfte das mit. Dann haben wir jetzt Sommer und ihr werdet in meinem Aufgebrauch-Video auch sehen, dass ich meine Sommerprodukte vom letzten Jahr ja leider so gut wie alle entsorgen musste, weil die sind ja nun mal nicht so lange haltbar. Und ja, deswegen brauchte ich zwei neue Sommerprodukte. Einmal ein Sonnenspray und also einen Sonnenschutz und ein Après-Sun-Produkt, genau. Da habe ich einmal von San Ozone Med das Sonnenspray mitgenommen. Das ist mit für Lichtschutzfaktor 50+, für allergische Haut, bei Sonnenallergie, ohne Duftstoffe und wasserfest. Und ja, das habe ich mir einfach mal gegönnt. Das ist ein bisschen teurer, aber ich habe mich jetzt jahrelang mit dieser Kindersonnencreme rumgeschlagen oder eben mit Sonnencreme, die echt furchtbar war. Denn ich habe Sonnenallergie, das sieht man ja hier am Hals, das habe ich hier an meinen Augen drumherum. Deswegen bin ich auch, dass ich keine Foundation, also ich habe jetzt keine Foundation drauf, ich habe jetzt einfach ein Gesichtsöl und eine sehr feuchtigkeitsspendende Creme in meinem Gesicht. Deswegen sehe ich heute auch ein bisschen creepy aus vielleicht, aber es ist einfach besser für mich zurzeit. Und deswegen habe ich jetzt auch mir ein etwas teureres Produkt mitgenommen. Es ist zwar immer noch von der Eigenmarke von Rossmann, aber trotzdem hat das auch, ich weiß gar nicht, 6 € oder so gekostet. Natürlich habe ich da ein bisschen Prozente drauf gekriegt, weil 10% auf alles ja war. Aber trotzdem ist es schon recht teuer, ne? Du hast da nicht so viel drin an Produkt, das sind nur 200 ml. Und das Ding ist einfach, zum einen, weil es ein Sonnenspray ist, ist es teurer. Dann, weil das von dem Bereich Med ist und weil es halt 50+ als Lichtschutzfaktor hat. Aber das habe ich mir einfach mal gegönnt, weil ich brauche es einfach. Deswegen ist das mitgekommen. Und falls alles nichts geholfen hat oder falls man dann doch irgendwie zu viel Sonne gesehen hat, habe ich mir noch von San Ozone eine Après-Lotion mitgenommen. 24 Stunden Feuchtigkeit, kühlt und erfrischt, hautberuhigend und ja, das ist schnell einziehend und mit Aloe Vera. Und ja, das kann ich dann abends nach dem Duschen sehr gut benutzen und gebrauchen, deswegen ist es auch mitgekommen. Somit ist der Sommer für dieses Jahr safe. So, dann habe ich von Isana noch etwas gefunden, das ist ein Volumenpuder, das ist eine Limited Edition und das war einfach süß, Zuckerschnute. Auch das wird wahrscheinlich, ja, ich weiß nicht, entweder bei mir bleiben oder weiter wandern. Eigentlich benutze ich kein Volumenpuder, aber ich fand die Verpackung einfach so schön. Verpackungsopfer, ne? Aber ja, ich denke, dass das in der Verlosung wandern wird, weil sowas ist ein süßes Produkt, was man mal irgendwann verlosen kann. So, dann durfte noch zweimal mit Isana Professional Soforthilfe Haarmousse. Das durfte mit, weil es reduziert war. Ohne Ausspülen mit Roteigenextrakt, so kann ich das doch auch machen, ne? Dann zeige ich euch das Produkt. Und mit Kokosnussduft, intensive Feuchtigkeit für trockenes und glanzloses Haar. Sowas kann man gerade im Sommer sehr, sehr gut gebrauchen. Und deswegen habe ich das mitgenommen. Das ist ein Produkt, was man nach dem Duschen verwendet und dann ins feuchte oder ins angefeuchtete Haar gibt. Also theoretisch könnte ich das jetzt reinmachen, aber ne, ich habe jetzt schon Haaröl drin. Ja, und da bin ich einfach mal gespannt, wie das so funktioniert. Jetzt gerade im Sommer finde ich das ganz gut, wenn du halt kein Haaröl vielleicht nimmst, weil man sieht ja, ne, wie die Haare dann halt mit dem Haaröl aussehen. Das sieht halt sehr ölig aus. Ich gönne mir das zweimal die Woche, aber es macht halt, es pflegt die Haare, ne, und ich brauche es halt. Dann durfte noch mit von Isana eine Bodylotion. Die hatte ich auch tatsächlich schon mal in ein Tauschpaket gepackt, habe sie mir jetzt aber selber auch nochmal geholt. Mit Kirschblüte und Reismilch, mit Extrakten aus Kirschblüte und Reismilch für trockene Haut. Ja, die ist toll. Das ist eine Bodylotion in einem Pumpspender und das fand ich einfach schön. Deswegen durfte die auch wieder mit und ja,
Da habe ich jetzt einfach aktuell Bock drauf auf diesen Geruch von Kirschblüte. Ich denke, dass das hier dann auch eher zum Bereich der Pflege zählt. Da habe ich noch ein Geschenkset mitgenommen von Elizabeth Arden. Da gab es auch Geschenksets, die waren reduziert. Und deswegen habe ich auch dieses Geschenkset hier mitgenommen. Da haben wir einmal ein Parfüm mit drin und eine Körpercreme. Das ist mit Honig auch mit drin. Und ja, das fand ich einfach echt toll. Und wo wir ja schon mal dabei sind... Das hier ist auch das Produkt, was ich dann gekauft habe und was du in diesem Video gewinnen kannst. Das ist von X-Later, das One und das Two. Das ist das One einmal in der großen Größe mit 30 ml und das Two als kleine Größe mit 10 ml. Hier hinten sieht man dann auch nochmal die liebe Julia. Genau. Fruchtig, floral und ein bisschen frech. Mit One hebst du deine süße Seite hervor. Blumig und samtig, aber mit einer kraftvollen Tiefe. Two ist ein Duft, der deine sinnliche Seite unterstützt. Du kannst One einzeln aufsprühen oder mit Two kombinieren und so deinen ganz persönlichen Duft kreieren. Aus One und Two entsteht You. Fand ich süß. Mit diesem Geschenkset kannst du die Layering-Düfte miteinander kombinieren und deinen ganz persönlichen Duft mischen. Ja, kannst du gewinnen. In diesem Video, wenn du möchtest. Steht alles unten in der Infobox übrigens drin. Dann habe ich auch noch einen Duft für mich mitgenommen, den ich einfach schön fand. Das ist Varenzia White Eau de Parfum. Ulrich de Varenz, keine Ahnung. Das sieht jetzt in der Verpackung nicht so geil aus, aber... Also, vor allem sieht das altbacken aus. Aber guck dir mal diesen wunderschönen Flakon an. Wunderschön. Also es ist schon so ein bisschen dekadent, sage ich mal, ne? Aber es ist echt, also ich finde den wunderschön. So, und der riecht geil. Das ist so, oh, süß. Ein bisschen orientalisch, aber nur minimal. Oh, ich mag das richtig gerne. Also das ist ein richtig, richtig toller Duft, der mir so gut gefällt. Und das ist ein Eau de Parfum und das war nicht teuer. Und das sieht so wunderschön aus. Oh, dann ist es auch total praktisch, dass es ein lichtundurchlässiger Flakon ist. Das heißt, das Parfüm wird dir nicht so schnell kippen, wie wenn du diese kompletten Glasflakons hast. Also mega. Das ist toll. Ja. Dann habe ich noch ein bisschen dekorative Kosmetik mitgenommen. Nichts Spektakuläres, da war halt ein bisschen was im Sale. Und danach kommen wir dann auch gerne mal zu dem Tauschpaket. Ich war ganz verwirrt, dass die No Filter Needed Reihe von Rival de Loup Young schon so krass reduziert war. Also da habe ich mir einmal mitgenommen das HD Powder. Das war auf 2,49 € reduziert. Das hat mich schon irritiert, ne? Weil ich wollte das eigentlich mir mal holen. Habe aber immer gedacht so, nee, weiß ich nicht. Bin dann immer drum zugetänzelt und dann haben wir ja diesen Aufsteller und da habe ich ein bisschen was rausgenommen. Das ist dann auch nochmal das Loose Blur Powder. Das sind diese vier verschiedenen Kammern.
Und dann vermischt sich das ja irgendwie so komisch. Dann noch der 2-in-1 Lash Conditioner. Da bin ich ja aktuell mit meinem von Evo also mega zufrieden und habe mir gedacht, komm, vielleicht musst du nicht unbedingt 20 Euro dafür bezahlen und kannst du den vielleicht für 1,99 € im Sonderangebot von Rival de Lupiang mal mitnehmen. So, dann war noch eine LE dort ausgestellt und da habe ich einfach was mitgenommen, weil ich nicht wusste, was es ist. Ja, die Logik kommt bei mir manchmal durch. Und zwar Sonderpreis 1,49 € Rival de Lup Just Beauty Harmony Primer. Von der LE habe ich so gar nicht wirklich was gehört. Und deswegen habe ich den mal mitgenommen. Der ist mit Lavendelöl für ein entspanntes Ergebnis. Und ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, was für ein Primer das sein soll. Weil wenn der so klein ist und da war kein Tester. Und dann habe ich mir gedacht, komm, für 1,99 € minus 10% kannst du dir auch mal den Spaß gönnen und dir das mal anschauen. Das ist so ein kleines Döschen. Mit so einer durchsichtigen Flüssigkeit. Muss ich mal gucken, was das für ein Primer ist, ne? Ob das wirklich ein Gesichtsprimer ist. Süß. Ja. Werde ich auf jeden Fall mal austesten. Wenn meine Sonnenallergie weg ist, dann werden einige Produkte, die ich neu habe und jetzt in meinen letzten Hauls gekauft habe, auch zusammen mit euch ausgetestet. So, dann habe ich noch mitgenommen ein Lidschattenpinsel von For Your Beauty. Das ist einfach einer von denen, die ich am allerliebsten mag. Die sind so ein bisschen fester oben und angeschrägt. Die finde ich einfach toll. Dann habe ich mir noch einen neuen Anspitzer gegönnt von For Your Beauty, denn meiner ist mittlerweile echt dermaßen auf. Und aus der aktuellen LE von Rival de Lupiang. Habe ich mir mitgenommen Sweatproof 2-in-1 Waterproof Setting Powder und Anti-Shine Paper. Da bin ich auch sehr gespannt, wie das funktioniert. Und Sweatproof Eyeliner Waterproof. Bin zwar kein Fan von dieser ganzen sportdekorativen Kosmetikgeschichte, aber hab mir jetzt dann doch mal was gegönnt. So, für das Tauschpaket habe ich mitgenommen. Thema ist die perfekte Frühlingspflege, weil wir gesagt haben, keine dekorative Kosmetik, einfach nur Pflegeprodukte. Durfte natürlich, weil ich bin, ein bisschen was an Masken mit. Von Lisada habe ich Multimasking mitgenommen. Ja, ne? Denn man sollte definitiv Masken tragen, sich so ein bisschen auf jeden Fall sich und seine Haut auf den Frühling vorbereiten, Feuchtigkeit spenden. Das, was quasi die ganze Heizungsluft an Feuchtigkeit rausgezogen hat, musst du jetzt wieder zuführen. Denn wenn die Sonne dann auch noch kommt, dann ist die Haut echt angreifbar. Deswegen auch eine Hydra Bomb Tuchmaske von Garnier. Und zwei Schäbensmasken habe ich mitgenommen. Einmal die Erdbeer-Peeling-Maske, weil jetzt die Erdbeerzeit kommt. Und die Aloe Vera-Maske, die ist nämlich auch für die Hautfeuchtigkeit. Ja, hier habe ich auch die Fußwohl-Hornhaut-Entferner-Socken mit reingepackt, denn die Füße sollten ready for summer, ready for spring, wie auch immer werden. Und auch das gehört zur guten Körperpflege mit dazu. Von Biore habe ich Aktivkohlepflaster mit reingepackt. Das sind halt so No-Strips, ne? Die dir alles aus den Poren rausziehen, was da nicht hingehört. Auch ein Volumenpuder durfte nicht fehlen. Da habe ich das hier von Isana mitgenommen. Style to Create, das ist einfach niedlich mit einem Kaktus drauf. Eine Gesichtspflege habe ich mit reingepackt, halt passend zu der Maske. Garnier Skin Active Hydra Bomb, intensiv feuchtigkeitsspendende antioxidative Wassercreme, Glow Booster. Ja, die durfte nicht fehlen, denn die Gesichtshaut muss, wie gesagt, richtig krass mit Feuchtigkeit versorgt werden. Auch eine Immunkur durfte nicht fehlen, die habe ich hier auch mit reingepackt, denn von innen und von außen sollte man sich pflegen für den Frühling. Ein Trockenshampoo von Isana, einfach mal für jedes Haar, ne? Kannst du jetzt auch ganz gut gebrauchen. Dann ein Duschschaum Fruity Dream mit spritzigem Orangen- und Vanilleduft und mit Mandelöl. Habe ich hier auch mit reingepackt, das fand ich auch richtig schön vom Design her von der Flasche. Ein Sonnenspray, ein transparentes Sonnenspray von San Ozon, Lichtschutzfaktor 30, Meet Me in Malibu. Und das ist auch irgendwie mit Gurke und, und Honigmelonenduft, ja. Und es ist extra wasserfest und schweißresistent und transparent und kabäm.
Dann habe ich noch diese mega coole Seife von Isana gefunden. Das ist ja milde Seife, sensitiv, aber dieses Muster außen dran, ne? Das fand ich so schön. Ja, deswegen musste die mit. Keine Ahnung, wie die riecht, aber die sah gut aus. Hierzu gab es einen Aufsteller. Und zwar ist das Rhabarber und Himbeere von Original Source, ein Duschgel. Und ich finde, das ist der Duft von Frühling. Oh, so fruchtig mit einem ganz leichten säuerlichen Unterton, halt das Rhabarbermäßige, ne? Hm. Nom nom. Dann von Bee Routine Cat's Castle Carlotta's Rose Garden, eine Body Lotion. Ich bin zwar kein Katzenfan, aber auf diesen Bee Routine Tuben finde ich das echt schön und ansprechend. Und Rose, blumiger Duft, ach, das ist alles Sommer, Frühling, das schreit einfach danach. Von Wahre Schätze von Garnier, Feuchtigkeitsspülung und Feuchtigkeitsshampoo mit Kokoswasser und Aloe Vera für schwereloses und gesund glänzendes Haar. Auch für die Haare von Garnier Wahre Schätze durfte mit mythische Olive, regeneriert, tiefenwirksam und erleichtert das Styling. Von Garnier Skin Active Milky Micellen Reinigungswasser All in One. Ich finde, dass man im Frühling dann auch zum einen diese rosa Farbe sehr gut, sehr gerne mag von diesen Micellenwassern und zum anderen ist es einfach auch sehr praktisch, wenn du alles in einem halt runter hast und ja, ruckzuck das alles wegbekommst. Dann habe ich auch noch mitgenommen von Domol diesen Raumduft, weil ich den schön fand. Und von Isana ein Pflegepeeling, Granatapfel und Kehr mit feinen Peelingkörnern. Mensch. So. Genau, das sind die Produkte für das Tauschpaket. Ja, und das war jetzt auch schon mein Rossmann-Haul. Ja, wenig an dekorativer Kosmetik, aber schon einiges an Pflege. Ich finde einfach, dass man jetzt so in die Zeit kommt, wo man sagt, na, man möchte sich ein bisschen weniger schminken, aber dafür umso mehr pflegen und diese ganzen Düfte haben. Jedenfalls ist es bei mir so der Fall. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Denk an die Verlosung, schau in die Infobox. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Genieß die Sonne, lass es dir einfach gut gehen und fühl dich ganz, au, doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich sehr darüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!